Ja, hallihallo, hier ist euer Krypto-Dennis endlich mit einem neuen Bitcoin-Update. Ja, was passiert jetzt? Werden wir weiter fallen? Werden wir jetzt sofort auf 10.000 Dollar oder noch tiefer fallen? 12.000, egal was ist, fallen wir jetzt demnächst noch tiefer? Ja, wenn ihr wissen wollt, was ich denke, dann bleibt einfach dran. Du willst dem Markt stets einen Schritt voraus sein? Dann heißen wir dich herzlich willkommen in unserer Bull vs. Bear Academy. Werde jetzt Fördermitglied und erhalte Zugang zu unserem exklusiven Discord-Server inklusive Lernbereich. Hier lernst du, wie man den Finanzmarkt als Community dominiert. Vom Aneignen des Grundwissens bis hin zum 89% Setup. Bei uns bist du richtig. Unsere 5 Top-Analysten liefern nicht nur täglich messerscharfe Analysen, sondern teilen dir außerdem ihre eigenen Marktschritte zu Schulungszwecken mit. See the chart like a market maker mit unserem erfolgserprobten Wave Reader. Tritt jetzt gleich unserem beitragsfreien Telegram-Kanal bei und überzeuge dich selbst von unseren Analysen. Bull vs. Bear Academy. Join the Academy and trade with the family. So, eine ganz kleine Rückschau zu meinem letzten Video. Ja, ich will das auch kurz, so kurz wie möglich halten. Ich sag, ihr erinnert euch an diesen Eldrin-Count. Da sagte ich, das war etwa hier, ja, nach dem Zeitraum sagte ich, wir können noch ein neueres Hoch sehen, zwischen 25 und 26.000, bevor wir dann hier die Welle nach unten machen, ja. Maßgebend war auch, dass wir hier das 1.618er FIB Extension haben. Ja, das hat natürlich perfekt angelaufen, aber wirklich perfekt, ohne Scheiß. Also hat er wirklich perfekt angelaufen und dann hier ging es dann runter. Glückwunsch an alle, die wo es mitgemacht haben. Und jetzt kurz zu einem anderen Chart, ja. Und zwar diesen hier. Da sagte ich auch hier, dass wir hier die andere Seite des Kanals sehen würden. Und das haben wir jetzt im Moment fast auch gemacht. So, jetzt ist natürlich die Frage, was sehe ich jetzt, ja? Und dazu gehe ich jetzt in den anderen Chart zurück, wo ich eben war. Und ich mache jetzt hier die FIPS Extension mal weg, die brauchen wir jetzt nicht mehr. So, also, was könnte jetzt passieren? Das habe ich auch im letzten Video gesagt. Entweder wir haben hier eine kurze ABC, ja, das heißt, dann wäre das hier eigentlich schon fertig und wir würden jetzt komplett hier runterknallen und hier auf dem Bereich, ja, so zwischen 10 und 12.000, ja, ihr wisst, ihr kennt ja meine Range, wo ich denke, wo wir hinfallen, jetzt runtergehen. Aber, ja, und jetzt kommt natürlich das Aber. Wir können auch eine lange ABC haben, ja, und dann würde es nämlich anders da aussehen. Dann hätten wir hier die fertige A, ja, hier komplett. Ja, ich zeichne es gerade mal ein. Also hätten wir hier die A, ja. Dann würden wir jetzt hier die B kreieren. Wie weit die runter geht, muss man natürlich gucken. Ich zeige euch gleich, was ich denke, wie weit, wenn dies hier die B ist, wie weit die runter gehen könnte, ja. Und dann hätten wir noch eine C nach oben, wo, ich sag mal, bis in zum 0,886er hochgehen könnte. Das wäre etwa bei 30k. Das muss man ganz klar sehen, bevor es dann richtig hier runter geht. Das wäre die lange ABC. Ja. Elliott-Wellen ist natürlich so, ja, man kann jetzt die Wellen zählen, aber man weiß ja nie, ist es jetzt eine kurze oder eine lange. Ja. Das ist halt wirklich, das sind nur Wahrscheinlichkeiten, ja, wo es in etwa hingehen könnte. Das wäre die lange ABC und wenn wir jetzt eine kurze ABC hätten, dann wären wir hier jetzt schon fertig und wir würden jetzt hier runterknallen. Ja. Aber was wir short-term meiner Meinung nach sehen werden, ja, wie gesagt, das ist nur meine Meinung, ist, dazu gehen wir mal in den 2-Stunden-Timeframe hier, ja, ist, wie weit geht diese Welle nach unten? Ja, stopp, 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 stopp. Eine Stunde. Genau, hier, 1-Stunden-Timeframe. Oder 4 Stunden, ganz kurz, wo sieht man es besser? Ja, nehmen wir die 4 Stunden. Ja, das sieht man auf jeden Fall besser. So, ihr seht zum Beispiel hier, haben wir eine mögliche bullische Divergenz. Das heißt, hier haben wir immer noch das ein niedrigeres Low als hier. Aber hier ist das Low höher und hier ist es tiefer. Das ist eine typische mögliche bullische Divergenz. Das heißt,
Die Möglichkeit einer Korrektur nach oben ist natürlich jetzt gegeben. Wenn das hier jetzt schon der Endpunkt ist, ich persönlich gehe stark davon aus, dass wir hier sowas sehen könnten. Ja, wenn das hier eine A, B, C dann nach unten ist, ja, dann wäre das, also das wäre dann die C nach unten, ja. Und diese ist fünfwellig. Ja, ich komme auch gleich dazu, warum ich denke, dass es hier auch eine C sein kann. Das ist halt immer im Auge des Betrachters, das ist ganz klar. Aber jetzt erstmal die C, diese fünfwellig ist, dann wäre das hier eine, ich sag mal, eine 1, dann eine 2, dann eine 3 und dann hier hätten wir die Korrektur, die 4, ja. Und dann nach unten die mögliche 5 in den 19 bis 20.000er Bereich in etwa, ja. Bevor man, wenn das so kommt, ja, dann wäre das, jetzt haben wir eine A, B und dann hoch eine C. So, jetzt natürlich die Frage, wie hoch ging es die C? Ich habe letztens nochmal nachgezählt, ja. Da kommen wir aber gleich dazu. So, und jetzt ist die Frage, wenn das hier eine fünfwellige C nach unten ist, wie weit geht die 4? Und das ist eigentlich, ich sag mal, mit recht simplen Mitteln zu ermitteln, ja. Dann hätten wir hier, das ist ja die A, ja. Also nimmt man hier das, die FIP vom Anfang, ja. Und geht da unten hin. Entschuldigung, ein bisschen falsch. So, das sieht schon besser aus. Ja, also im letzten Hoch, ja, bei der 2. Da geht man hin, dann hätte man hier die FIPs, ja. Und da wäre natürlich hier die Möglichkeit, dass man jetzt am Wochenende diese 4 jetzt bilden, ja. Und diese 4 kann, ich sag mal, bis zum Golden Pocket gehen, maximal aber so bis zu 1, außer es wird ein Triangle, ja. Das muss man halt dann abwarten, da kann es auch bis zum 0, 7, 8, 6 oder noch höher gehen, ja. Aber jetzt vom Ding her sage ich, gut, hier das Golden Pocket wäre möglich, vielleicht auch nur das 0,5er. Das muss man sehen, was sich jetzt hier bildet, wenn das hier die 4 wirklich wird. Und wenn diese 4 gebildet wird, dann wäre hier die letzte Welle nach unten mit der 5 möglich und dann hier diese C, ja, weil das hier eine A, B und dann C ist, das wäre die langgezogene Version, dann nach oben Richtung 30.000, dann nochmal zu vervollständigen die Korrektur, bevor es dann richtig runter geht in der 10.000 bis 12.000er Bereich, ja. Das wäre, ich sag mal, auch eine favorisierte Möglichkeit meinerseits und ich sehe aber hier, wenn wir jetzt im 4-Stunden-Timeframe sind, ja, wenn wir hier diese Korrektur nach oben machen, dann werden wir höchstwahrscheinlich, und daran sieht man es auch, hier mit dem RSI nach oben gehen. Und wenn wir hier ein Lower Low machen, das heißt unter die 3 gehen, ja, dann sollte, es ist nicht immer so, aber das ist oft so und so erkennt man auch Wellen, hier auch ein Higher Low passieren. Das heißt, wir hätten hier die nächste bullische Divergenz, wo dann heißt, gut, jetzt geht's weiter nach oben, ja. Und bevor jetzt irgendwelche Fragen kommen, ja, hier wäre so die Möglichkeit, wo man sagen könnte, ja, in diesem Bereich könnte man eine schöne Short der Korrektur eröffnen hier, ja, und nochmal die Welle 5 nach unten mitzunehmen, ja. Das wäre auf jeden Fall möglich. Ich bin noch Short, ja, ich bin Short seit hier oben. Ich habe es ja vorangekündigt, dass ich dann hier wieder eine Position eröffne. Das habe ich natürlich gemacht, immer Stück für Stück, ja. Und ja, jetzt bin ich super im Gewinn. 65% habe ich schon rausgenommen. Das habe ich auch in der Akademie geschrieben. Und ja, richtig. Und wenn es jetzt da oben hinkommt, werde ich mir überlegen, meine Short wieder zu erhöhen oder den Hebel zu erhöhen. Ja, das werde ich mir noch überlegen. So, das war's zu der kurzfristigen Ansicht. Ich hoffe, euch hat das geholfen. Und jetzt zeige ich euch noch von den Pivots, warum hier diese Korrektur auch kommen kann, hier diese 4, ja. Das sieht man auch des Öfteren. Dafür gehen wir jetzt zu den Pivots, zu den Monthlies, die in Gelb. Hier haben wir das Monthly CPR, haben wir hier durchschritten. Ihr seht es mit einer fetten roten Candle nach unten. Und es ist sehr oft so, dass er nochmal hier diesen Bereich antesten will. Und ihr guckt mal, was für ein Bereich das ist. Das wäre genau hier dieser Bereich, was ich eben gezeigt hatte, das Golden Pocket hier oben. Ja, da wäre nochmal eine Korrektur nach oben möglich, also die 4, ja, bevor es dann hier nach unten zur 5 geht. Ja. Und da wären wir hier beim Monthly S1 in etwa in diesem Bereich, sehe ich auf jeden Fall die 5.
So, wenn es euch interessiert, ich habe es ja angekündigt, was ich jetzt hier gezählt habe, ja, und dann müsste ich hier diesen Teil verändern. Und zwar, ich habe mir jetzt die Innenstruktur nochmal komplett angeguckt, ja, auch im kleineren Timeframe. Und ja, es ist wirklich sehr schwer. Es ist wirklich eine schwierige Korrektur, was wir hier sehen, ja. Und natürlich lässt es viele Interpretationen zu. Bei mir hat es jetzt auch funktioniert. Es funktioniert nicht immer, ja, da bin ich ganz ehrlich. Also ich bin jetzt nicht irgendwie wie andere YouTuber, wo dann, wie gesagt, ich will jetzt keinen Namen nennen, ja, wo dann hier einen Tag vorher noch von 300.000 irgendwas schwärmen und dann auf einmal kommen es mit 10.000. Nee, also das ist nicht, das ist, nee, das ist nicht mein Ding, ja. Und man muss auch es eingestehen, ja, man hat sich hier verzählt oder erst schon im fortgeschrittenen Stadium gesehen, das muss man nochmal überarbeiten. Und zwar ist es für meine Sicht eigentlich so, dass wir hier erst die fertige A hatten, ja. Und hier, ich sage mal, eine B, ja, und hier dann die C, ja. Und die fertige 4, ja, ist dann, je nachdem, ob es eine lange wird oder eine kurze wird, ja, wäre dann, ich sag mal, auch hier, ja. Oder hier, wenn es lang gezogen ist. Das ist halt, das sei mir erstmal dahingestellt, ja. Aber warum denke ich jetzt, dass es hier eine A, B, C ist, ja? Und warum ich jetzt sage, hier, das hier ist eine C-Welle nach unten. Und ihr habt euch bestimmt schon gewundert, ja? Und ja, das will ich euch jetzt auch gerne zeigen, ja? Weil, wie gesagt, das ist ja für mich eine A. Also guck mal, die ist ja jetzt hier, hier haben wir also eine dreiwellige. Ich denke, das ist so ersichtlich, ja, eine ABC. Dann ging es runter mit einer ABC, ja, und dann haben wir hier wieder eine, ich sag mal, so eine fünfwellige C nach oben. Das wäre dann die A. Dann haben wir hier eine dreiwellige, nach unten ist die B und hier eine, ja, es ist schwierig, ja, es müsste dann eine fünfwellige sein, aber ich sehe das hier, ich sag mal, als fünfwellig an, wie eine 1, 2, 3 und dann eine 4. Und die 4 hat da hier die Einzelne gebrochen und dann hier die 5 nach oben im Prinzip, ja, als C, ja. Und jetzt fragen euch viele, ja, das geht ja nicht, wir haben hier ein höheres, das muss doch die C sein. Nee, das ist ja das Komplexe. Das ist, wie Elitwellen ist wirklich sehr komplex, ja. Und wie gesagt, ich bin jetzt hier auch nicht der Hyper-Elitwellen-Trader, ja. Und auch die, wo richtige Profis, die müssen auch ihre Counts dauerhaft immer, auch dauernd verändern, weil sich einfach das Ganze anders da auch ausspielt, ja. Ja, deswegen sind auch vieles nur Wahrscheinlichkeiten, ja. Und das hier, ja, wäre eine A, eine B und eine C, ja. Das heißt, wir hätten hier eine Flat, ja. Und die C ist dann fünfwellig nach unten. Das wäre hier eine 3A, eine 3B und jetzt hier eine 5er-Welle runter in der C, meiner Meinung nach. Ja. Wenn es langgezogen wird, dann geht es hier weiter. Ja. Wenn es kurz natürlich ist, dann ist es klar, dann hätten wir hier oben unsere C. Ja. Das ist halt immer noch das, ja. Was kommt jetzt? Weil dann wäre das hier, wo es runter geht, wäre eine Impulswelle 1, sage ich mal. Dann wird hier eine 2 und dann geht es hier weiter runter Richtung 12.000. Das muss man natürlich jetzt hier sehen. Aber trotzdem, egal was ist, und das ist meine Meinung, wir werden auf jeden Fall hier meiner Meinung nach eine Korrektur nach oben sehen, bevor sie weiter runter geht, ja, um hier diese 5 dann abzuschließen. Da ist es einmal dahingestellt, ob es die lange Version oder die kurze Version ist. Nur mal so als, ja, als Erklärung. Und wenn ihr lernen wollt, wie das hier alles funktioniert, auch mit Patterns und so weiter und in unserem Wave Reader, dann schreibt mir einfach eine E-Mail, die ist unten in der Beschreibung drin. Und oder ihr kommt ein Telegram und schreibt da Mr. Sagittario oder mich einfach an. Auch alles unten in der Beschreibung drin. Und nochmal ganz kurz hier im Discord drin, ja, wenn ihr wollt, ja, könnt ihr kurz dranbleiben, habe ich das Ganze, was ich euch eben gezeigt habe, wo ich auch eingestiegen bin und eben auch im letzten Video gesagt hatte, wo ihr auch die Möglichkeit hatte einzusteigen, habe ich noch hier ein Rising Wedge gefunden und da habe ich natürlich gemerkt, das bullisch aus, sie nennt mich, wenn das bullisch aufgelöst werden soll, Horst Heinz Dieter, ja, jetzt kommen wir weiter runter, ja. Wo bin ich? Genau, dann sind wir hier rechecked. Bald ist es soweit, schreibe ich. Ja, das war 14.8. Jetzt geht es hier perfekt rechecked worden. Hier oben wieder an der Trendlinie. Ja, und dann geht es hier weiter runter. Ja, dann kommt
Hier, was habe ich schon mit 12,8? Die EMAs und MSA 12-Stunden-Timeframe. Ich gucke gerade mal, wo ich bin. Dann hier der USDT-Dominanz, auch sehr wichtig, ja, in Kombi mit Bitcoin, weil das sich gerade andersrum verhält. So, dann haben wir hier noch, das kennt ihr glaube ich auch, das weiß ich schon ganz genau, im Daily hier das S-Ascending-Burning Wedge, das ist da unten ausgebrochen, das habe ich auch sehr oft geschrieben in der Akademie. Ja, natürlich kriegt man hier viel mehr Infos, was das Ganze auch untermauert. So, und jetzt haben wir hier, tut mir leid, Jungs und Mädels, ich bin leider nicht euer Horst Heinz Dieter. Das Wochenende fängt gut an, Short läuft perfekto. Ja, hier schön nach unten ausgebrochen. Ja. Ja, nur mal dazu, ja, also wir sind wirklich eine geile Truppe hier im Discord und in der Akademie, ja, ist sehr familiär das Ganze. Wenn ihr es ausprobieren wollt, einfach mal Kevin, also Mr. Sagittario und mich einschreiben, wie gesagt, in Telegram oder per E-Mail, alles unten in der Beschreibung drin. So, ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, euer Crypto Dennis von der Bull vs. Bears Academy. Ciao.